Holt doch die anderen, ja. Zumindest Ömer und Rafim. Aber dieser Hund wäre draußen gelassen. Sorry, aber ich kann meinetwegen sagen, die Woran-Gläubigen dürfen hier rein. Wenn ich sage, die Magier kommen in die Gehwand-Kapelle, kann ich meine Akolutenschaft gleich abgeben. Irgendwo ist Schloss. Ja, Land, gibt es ein Verzeichnis oder etwas ähnliches, was da überhaupt drin ist? Aber selbstverständlich gibt es ein Verzeichnis. Es befindet sich für gewöhnlich im Besitz des Hochmeisters. Wir... Nun, ihr seid jetzt der Hochmeister. Ich denke nicht, dass es so funktioniert, aber wir werden uns in seinem Schreibstube umsehen. Ja, und dann wird genau das getan, weil Ferien wir eine Arbeitsstube haben. Genau. Die wirst du auch finden, findest dich hier zurecht. Die ist nicht verschlossen, weil niemand geht davon aus, dass jemand bei Raferien einbricht. Und du findest eine Liste, während Kiaras, Ömer und Rafim wecken kann. Die haben vielleicht eine Stunde geschlafen, das war nicht sehr erholsam. Anwesend ist der Ogerspiegel von dem ehemaligen Hofmagier Galotta. Eine Scheibe aus Rotgold aus den Händen eines toten Tairach-Priesters. Der Gürtel aus gerötetem Wolfsleder. Keine Information. Der Eisenkragen des, hier steht zumindest Blackarats auf dem Papier, Thyakraman, Antipraios, also es wird hier sehr schmuckhaft umschrieben, der Eisenkragen des Blackarats ist anwesend. Keine Information, wem der gehört und wem der entnommen wurde. Ein Specksteinstatue eines aufrechtgehenden Stieres mit goldenen Hörnern. Das ist wohl irgendwas Frevlerisches aus Dapazien. Die Plagenknolle. Keine Information. Ich mach mal ganz beamtenmäßig dahinter den Antrag vermisst. Dann siehst du noch ein paar andere verbotene Bücher, für die könnte sich vielleicht immer interessieren. Schriftrollensammlung, Pergamente, du guckst da kurz rein. Es gibt noch ein paar Magier und Zauberstöcke, Hexenbesen, alles was irgendwie eingeschlossen worden ist. Die Angst, geschrieben von Archon Megalon. Arachnoides Almagest, das ist eines von den Exemplaren, die wohl original sind. Das Arcanum. Das Buch soll es wohl auch in der Hesinde, in dem Hesinde-Tempel von Gareth geben. Dann gibt es zweimal aufgeführt Borberats Testament. Es gibt die Chroniken von Ilaris, die 13 Lobpreisungen des Namenlosen, ätherisches Geflüster, die Offenbarung des Nairakes und zweimal die Philosophia Magica. Die Koschbasaltkammern sind mit den höchsten, frevlerischsten Texten eingeschlossen. Das ist ja gerade so ein Leuchtfeuer. Jedes einzelne dieser Artefakte, das Galotta zurückhaben will. Das einzelne dieser Artefakte wäre an sich wohl mächtig genug, um einen ganzen Landstrich ins Chaos zu stürzen. Allein der Ogerspiegel. Ich will nicht dran denken. Wir können das nicht einfach hier lassen. Was ist, wenn er einfach mit der Festung hier drauf landet? Die Kammern sind mit den stärksten Siegeln gesichert. Mit den stärksten Segen belegt. Wenn Herr Prios auch diese nicht mehr schützen will, dann hat er diese Sphäre endgültig verlassen. Na, wenn ihr so argumentiert, dann hat der Herr Prios sowieso verlassen, weil Werheim zerstört wurde, mehrere Tempel zerstört wurden. Ich glaube, dass die Götter von uns erwarten, dass wir etwas tun. Und nicht, dass wir uns nur auf ihre Macht vertrauen. Ist also da. Ja. Putzt dir die Schuhe ab. Was ist denn jetzt hier los? Was wollt ihr denn? Ich hatte gerade so schön geschlafen. Wir haben Ghule in den Wänden. Wir versuchen, die Kammern einzugraben. Der ist gut. Ich meine, Ratten kenne ich wohl in den Wänden, aber Ghule? Ihr meint das ernst? Und Baronin wir versuchen, in die Kammern reinzukommen. Die Baronin Angroschminia vermutet es. Zum einen können sie versuchen... verarschen. Wo gibt denn die Spur, dass Ghule in den Wänden sind? In der Gilborn-Kapelle. Wo ist das denn? Ich werde euch gleich dorthin bringen. Ja. Ist das denn kein Tempel? Es ist ein Tempel. Das macht uns Sorge. Ja, super Ghule. Okay, gut. Selbst wenn sie es nicht schaffen, in die Bleikammer zu kommen, könnten sie doch sich über die Verwundeten hermachen. Und auch dies müssen wir vermeiden. Ja, habt ihr recht. Na los, gehen wir ein paar Ghule umbringen. Ich werde nur vorher einen Abstecher in die Waffenkammer machen.
Ja, wo die Plagenknolle jetzt ist, weißt du nicht. Keine Ahnung. Und während Yalan in die Waffenkammer des Ordens geht, der Ordenshochburg, und die anderen sich dann in der heiligen Gilborn-Kapelle treffen, wo Angroschmini ja gerade mit einer riesigen Pickaxt hineinkommt und jetzt ein bisschen Maß nimmt, wo sie jetzt zwischen den Steinen einschlägt, um da so ein kleines Loch zu schaffen, können die beiden Magier, die immer noch draußen stehen und nicht in die Kapelle eingelassen worden sind, sehen, wie vor ihnen die Sphären zerreißen und aus dem grauen Limbusnebel gemeinsam mit einem riesigen, schimmernden Gardianum-Schild Jelef Ibn Yasafa heraustritt. Wir sind zum Gruß. Ich hoffe, es geht euch gut. Das war eine Reise. Ja. Die Sphären sind nicht mehr sicher. So viel steht fest. Wir müssen dringend Nachricht nach Karsin. Ja, wollt ihr gleich mitkommen? Ich bin mir nicht ganz sicher, wer noch alles jetzt nach Gareth sollte oder muss, aber ich habe zumindest schon Saldo Fosslerin rübergebracht und Danos von Luring und den Prinz Hagrobald, der ist auch schon drüben. Ich habe diesen Talorian Tansang mitgenommen. Schön, dass ihr hier seid. Wir sollten auf die anderen noch warten. Auf jeden Fall, der Zwergenkönig muss mit. Er liegt unten, schwer verletzt. Der Zwergenkönig? Ja, den kann ich wohl mitnehmen. Als er bei Bewusstsein war, wollte er zumindest nicht mit. Jetzt kann er nicht mehr widersprechen, umso besser. Ja, ich kann... Wenn ich mir etwas Zeit nehme, dann kann ich sicherlich 10 Personen... 10 Personen kann ich sicherlich mitnehmen. Das wird eine gefährliche Reise. Könnt ihr mich denn währenddessen mit einem Gardianum unterstützen? Denn, ja, wie gesagt, die Niederhöllen... wenn wir durch den Limbus reisen, ist es aktuell sehr gefährlich, denn, die Festung Kolakai ist in den Sphären gewandert und sie haben viele Begleiter mitgebracht. Meine Kraft ist fast erloschen. Ich könnte höchstens probieren, Isarun meine Kraft zu überlassen. Ich bin ausgebrannt, aber ich habe noch einen Gardianum im Stab. Gut. Dann ihr beide, die restlichen, haben es geschafft. Was ist mit... An eurer Seite, ihr wart doch am... Mir wurde gesagt, dass ihr im Keil wart, oder? Was ist mit Rohaya? Rohaya ist... Nennen wir es verschwunden. Von einer Windhose davongerissen. Womöglich getötet aus ihrem Pferd. Ist nur noch blutiger Brei gewesen. Das ist nicht gut. Die Erzmager hat es leider nicht geschafft. Ich zeig mal auf eine Stelle im Innenhof. Dort liegt sie. Rakalla hat es nicht geschafft. Nein. Ihr Sinde möge sich ihrer Seele annehmen. Könnt ihr... Wenn wir Yalan überzeugen... die Besitztümer, die unter dieser Burg verbannt sind, mitnehmen. Sie dürften unter keinen Umständen in die Hände des Feindes fallen. Ich werde keine Sachen aus der Koschbasaltkammer, die hier in Auradlet liegen, mit durch den Limbus nehmen. Gerade nicht zu dieser Zeit. Das ist nie eine gute Idee. Sie sollten auf profanem Wege vielleicht nach Norden oder so gebracht werden, aber... Ich sammle noch etwas mehr Kräfte. Gebt mir eine halbe Stunde und dann können wir in einer halben Stunde nach Gareth reisen. Ich glaube, das ist wesentlich schneller, als wenn ihr jetzt mit dem Pferd oder so um Werheim herumreitet. Ich verabschiede mich in der Zeit von meiner Freundin Rakalla und ihr. Ja, überzeugt doch den Rittersmann oder. Ja. Gut. Wir werden unser Bestes tun. Ich schnappe mal Isarun. Wollt ihr den Zwergenkönig holen oder den Leuten Bescheid sagen? Den anderen? 10 Leute. Mehr Platz habe ich nicht. Ich werde mit Baron und Angoshmina sprechen, wer noch am schwersten verletzt ist und dringend Transport benötigt. Gut, ich kümmere mich um Yalan. Wir treffen uns hier wieder. Und renne los.
in die Kapelle des heiligen St. Gilborn, wo gerade eine gewaltige Axt in der Stein geschlagen wird, splittert ein bisschen und ihr könnt ein bisschen Luftzug spüren. Die Statue musste selbstverständlich nicht abgerissen werden, das war nur ein Witz, aber wenn dann die Axt wieder herausgezogen wird, wenn dann die Spitzhacke wieder rausgezogen wird, könnt ihr hören, wie dort wohl irgendetwas stöhnt, schlurft, kratzt. Ich glaube, ihr habt wirklich Ghule in den Wänden. Sag ich doch. Könnt ihr das Loch ein bisschen größer machen? Kann ich wohl. Das sind keine tragenden Säulen. Aber vielleicht sollten wir... Wir wissen nicht, wie viele da drin sind. Das könnten Hunderte, Tausende sein. Wir könnten durch ein hinreichend großes Loch herausströmen. Könnten wir nicht irgendwie so etwas wie eine kleine Kerze hindurchwerfen, um zu gucken, ob wir dann dahinter was sehen? Hier stehen doch bestimmt Kerzen. Hier ist doch so ein Altar. Ich suche mir mal so eine Kerze von diesem Altar. Rafim. Ich hab doch extra die kleine genommen. Jetzt stell nimm euch doch, mal nicht so nimm an. Nimm doch eine neue. Da unten sind doch noch welche. Ja gut, ich stell die andere wieder dahin. Ja, dann nehme ich diese hier. Ich zünd die Kerze an und... Ah, mach das Loch ein bisschen größer, sonst passt die nicht durch. Ja, wieder... Noch mal, wieder das Geräusch der Spitzhacke auf Stein... Und zwei, drei Steine brechen weg, die sie dann auch rausklaubt, greift dann so ein bisschen ab, damit dann ja ihr auch durchgucken könnt. Ihr könnt auch sehen, wie sich dann eine Hand modrig hindurchstreckt und sie zieht rechtzeitig ihren Arm wieder weg. Sag ich ja, ja Ghule. Ich schmeiß mal die Kerze da durch und ich sehe vermutlich ins Gesicht beziehungsweise in, naja, den Oberkörper eines Ghuls, richtig? Korrekt. Ja, ich steck mal mein Schwert da durch. Die Kerze geht auch wieder aus. Du siehst noch kurz, wie der Ghoul kurz Feuer fängt und ja, dann löscht es da auch wohl wieder die Kleidung zu. Ja, sie ist nicht trocken genug, damit es dann anfängt zu brennen, sodass es dann wieder ein bisschen raucht und dann ist die Kerze und auch der Ghoul aus. Ja, dann könntet ihr euer Brandöl holen. Ich dachte eher, dass wir jetzt irgendwie anfangen, alle möglichen Sachen hier hinzustellen, dass die Ghule aufgehalten werden, denn die Leute, die hier sind, brauchen ja noch eine Zeit lang, um hier rauszuflüchten aus der Burg. Ich dachte, wir setzen einfach den kompletten Gang in Brand. Wieso machen wir nicht beides? Sehr angroschgefällig. Denke ich auch. Hatten wir noch Brandöl in der Waffenkammer? Ja, bestimmt. Also, heiliges, preisgefälliges Brandöl, klar, kriegt ihr. Und dann gießen wir ein paar Fässer Brandöl in die Lücke, setzen es in Brand und hoffen, dass wir nicht dafür zerschmettert werden. Also der Koschbasalt hält das zumindest aus. Das ist gut, sonst würde ich jetzt auch gar nicht in Erwägung ziehen. Ich würde sagen, wir gießen so viel rein, wie wir haben, damit es sich schön verteilt, bevor wir es entzünden. Damit wir möglichst viele von den Mistviechern erwischen. Wenn jetzt Galotta irgendwelche Dämonen von Angrimosch da runterschickt, dann werden die Flammen, glaube ich, wenig nutzen. Und deswegen ist es ja heiliges Brandöl. Ach so, sie tippt sich auf die Nase. Sie mögen feuerfest sein, so viel sie wollen. Den Praios brennenden Blick können auch sie nicht standhalten. Wollen wir hoffen, dass nicht die ganze Burg abbrennt? Na, das finden wir jetzt gleich raus. Und Rafin kippt das nächste Fass da rein. Ich glaube, immer geht einfach. Ich muss noch was erledigen und sucht jetzt diese ja, in den Höhen. Ja. Ich weiß nicht, wo immer hingeht, aber ich gehe zur Waffenkammer und ich lasse nicht aus dem Auge, solange er sich 50 Schritt von der Tür entfernt hält. Immer will gar nicht zur Waffenkammer. Gut, dann ignoriere ich ihn. Also, vielleicht führt der Weg automatisch dahin. Immer sucht jetzt sozusagen die höheren Gefilde. Da, wo vielleicht der Geruchmeister sein Räumchen vielleicht hatte. Ja, gib mir mal eine Gassenwissen. Nee, es ist kein Gassenwissen. Gib mir mal eine Etiketteprobe. Erschwert um 5 und um deine Vorurteile gegen deine Praios-Gewalt geschafft. Maximal schon 15 locker geschafft. Mhm. Auch wenn deine Vorurteile sehr stark überwiegen, kannst du die runterschlucken und stehst dann in den Gefilden des Bandstrahler Hochmeisters Raferian von Eslamsagen. Gut, dass die auf Gold stehen, Ömer auch. Das verbindet uns miteinander sozusagen, denkt Ömer und will gucken, ob hier wertvolle Dinge sind, die man einstecken kann.
Ja, würfel mal ein W20. Das gefällige Gold muss doch gerettet werden. Würfel mal ein W20. Ein W20. 14. Kleine Gegenstände im Wert von 140 Dukaten, die du irgendwo so nebenbei einstecken kannst. Natürlich hier so einen ganz großen, riesigen Kerzenleuchter, den kannst du nicht einstecken, den kannst du auch auf dem Schwarzmarkt nicht so gut verkaufen. Aber das sind so Kleinigkeiten aus dem persönlichen Besitz von Raferian. Ja. Dann wird das natürlich in den Drucker gesteckt. Aber wo wir gerade beim Plündern sind. lässt sich in der Waffenkammer noch irgendwas auftreiben, das hier gelassen wurde? Licht in Flaschen, Bandstaub, Prosperaniensaft. Bestimmt. Gut, werden ordentliche Ausgabescheine hingestellt und mit Ja unterzeichnet und dann eingesagt. Als ob das noch irgendjemand lesen würde. Irgendwann kommt jemand und liest das. Ja, und dann kann ich sagen, es ist alles in Ordnung. 3W6 bitte. Solange er so seinen Moralkodex wieder abbaut. 11. Ja, 2, 6 und 3. Also Licht und Flaschen zweimal, Alveranian 6 und ja, also das, was du eben brauchst. In der Reihenfolge, was du eben genannt hattest. Abelmir kann die Gruppe sehen. Sie stehen im heiligen St. Gilborn-Tempel. Du weißt nicht, was sie hier tun, aber sie haben gerade mit einer Spitzhacke ein Loch in die Wand geschlagen. Rafim kippt gerade das zweite Fass Brandöl hinein. Von Jalan keine Spur, von Ömer keine Spur. Was ist hier los? Rafim, was tust du da? Ja, warte, das Fass ist gleich leer. Was tust du dort? Wir zünden die Auralet an. Also, was? Wie wird? Wo ist Jalan? Nicht die ganze Burg. Aber wir, da sind Untote in den Wänden. Wir haben Ghule in den Wänden. Ich überlege noch, ob man das irgendwie zu einem Geschäftsmodell machen kann, aber mir fällt nichts ein. Da wollt ihr die Kammer abbrennen? Nein, alles hinter den Kammern. Die Zwergendame hat gesagt, die Kammern würde das überleben. Nicht wahr, liebe Zwergendame? Ja, Koschbasalt hält alles aus. Und die Tür auch? Ja, das sehen wir dann. Naja, die Tür, sie wägt so ein bisschen mit dem Kopf ab. Also das Gold könnte schmelzen und diese schöne Gravur mit diesem Arcanum Interdictum auch, aber... Und? Ich kenne mich jetzt mit Magie und Praios-Sachen nicht aus. Bei den Göttern benutzt ihr eure Schädel etwa? Oder? Du merkst gerade, wie Rafim eine Kerze in seine Hand nimmt. Ich verstehe nicht, was du meinst und sie in die Wand schmeißt. Oh Gott. Ja, Feuer lodert hoch. Du kannst weitere Stöhnen hören, schlurfen und im Inneren fängt jetzt der Brand an, der sich heiß und magisch nach oben frisst und durch das Loch hindurch lodert. Sieht gut aus! Habt ihr auch gedacht, was passiert, wenn die Burg brennt mit den ganzen Verletzten? Habt ihr dran gedacht, was passiert, wenn die ganzen Untoten hier reinstürmen? Hätte ihr nicht vorher die Verletzten bergen können und danach die Burg in Brand stecken? Das ist eine Steinkammer. Was soll da brennen, Abelmir? Die Tür wird schmelzen. Was für eine Tür? Die haben sich in die Wand gegraben. Die sind nicht in der Kammer, die sind in der Wand. Ich zünde einen Steingang an. Was soll denn da verbrennen, Abelmir? Denk doch bitte mit. Also wirklich. Eine Fresse. Ich nehme mal an, Ömer und ich komme auch wieder. Manchmal muss man echt mehr sein als nur der Armmuskel hier. Ist ja schlimm. Ja, was tun wir also? Bringen wir sie nach Greifenwurt oder Trollop? Erst einmal bitten wir den heiligen Gilborn, dass er dieses Feuer segnet, auf das es alles Unheilige verbrennt. Sieht gut aus, soweit ich das sehen kann. Würfel mal eine Liturgie-Kenntnisprobe. Vielleicht hört er dich ja. Ist ihr Schwert um Dings? Nein, ist sie nicht. Dann, was ist das? Ist das eine Wissen? Liturgie, sonstiges. Musst du, glaube ich, einrichten. Hast du die noch nicht eingetragen? Dann würfel 3W20. Genau, 3W20 müsste Mut in Charisma sein. Sekunde, das ist geschafft. 3 Punkte über. 2 Punkte über. 1 Punkt über. Charisma ist ich nicht so gut. Ich habe vergessen, dass Karin Horst irgendwas angekommen ist. Ist okay. Und also hier immer weniger Ghule. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen. Wir haben heute ein heiliges Werk getan. Angrosch ist stolz auf uns. Und werden vielleicht alle exkommuniziert. Ist doch egal. Ich bin mir sicher. Von der Praios-Kirche oder von einer Kirche, die zählt? Ich kann ein gutes Wort in der Ingrim-Kirche für euch einlegen. Den Tempel in Garth, den kenne ich auch. Der ist ziemlich groß.
genug des Spottes. Angroschminia, so wie ich das sehe, seid ihr die... sagen wir einfach mal Ranghöchste, die noch laufen kann. Yasafa ist oben. Er ist zurückgekehrt. Er kann 10 Leute mitnehmen. Wir sollten uns beeilen. In einer halben Stunde wird er aufbrechen wieder. Gut. Kann ich euch die Verteidigung und Organisation der Verwundeten übertragen? Das kriege ich wohl hin, aber nur wenn ihr mir versprecht, dass ihr den Hochkönig mitnehmt. Dies werden wir tun. Und ihr sammelt jeden, der noch eine Waffe halten kann und sorgt dafür, dass die Verwundeten und die Geflohenen sicher nach, sagen wir, Greifenfurt kommen. Nach Greifenfurt? Ja, okay. Oder wo auch immerhin ihr es für sicher haltet. Ja, sie nimmt sich so einen riesigen Steinbrocken und schiebt den wieder genüsslich, als ob sie jetzt mauern würde, schiebt den wieder in das Loch, in den Durchbruch und die Flamme dahinter lodert natürlich immer noch, aber sie tut so, als ob das jetzt nicht mehr ihre Baustelle wäre und verschließt dieses Loch jetzt nach und nach wieder mit aller Seelenruhe. Ich mag diese Seelenruhe bei Zwergen. Das ist irgendwie beruhigend. Finde ich auch. Die nehmen mal ein bisschen so den Stress aus dem Alltag. Ich schüttel nur den Kopf. In ihrem gefällige Beständigkeit. Richtig. Also, dann lasst uns zu diesem komischen Magier-Freund von euch gehen. Und der macht dann was, genau? Er bringt uns nach Gareth. Mit diesem transversales Zeug. Das hat mir nichts. Was macht das? Wir reisen dann mit hoher Geschwindigkeit durch den Limbus. Moment, ist das nicht da, wo die Festung herkam? Wir müssen das ist auch schätzen. Da, wo ganz viele Dämonen sind. Deswegen sollte man einen gewissen Schutzzauber sprechen, bevor man sowas macht. Wollen wir jetzt hier diskutieren oder wollen wir fliehen? Wir wollen den Hochkönig aus dem Keller holen. Dann ich trage ihn. Wir müssen schon noch entscheiden, was mit dieser verdammten Kammer passiert. Ich würde sagen, das ist ein Problem für einen anderen Tag. Ich würde ja sagen, wir machen sie leer, aber... Jasper verweigert sich, diese Dinger durch den Limbus zu transportieren. Ja, wir sollten sie entweder nach Norden, nach Trallop oder nach Westen, nach Greifenfurt transportieren. Die Kammer zu öffnen bedeutet, die Niederhöllen einzuladen. Es gibt nichts, was wir tun können, sobald die Tore einmal offen sind. Sind das denn alles magische Artefakte oder sind das auch Dinge, die profan sind, die wir trotzdem retten können, die aber trotzdem dort unten liegen, weil sie einfach nur verboten sind? Es sind auch schwarzmagische Bücher darunter, gefährliche Schriften, Ketzereien, alles. Aber profane Bücher, selbst wenn sie ketzerische Schriften beinhalten, könnten wir doch mitnehmen. Das wird Yasafa bestimmt zulassen. Dann schließen wir sie sofort weg im Prios-Tempel in Gareth. Viel eher würde ich sie dem Brandöl hinterherwerfen. Das wäre vielleicht auch das Schlauste, sie zu verbrennen. Es gibt vielleicht einen Grund, warum diese Schriften selbst hier aufbewahrt, aber nicht verbrannt wurden. Denkt mal darüber nach. Nimm sie mit. Abgesehen davon, Ömer, kann ich die Kammer nicht öffnen. Okay. Wenn wir das nicht können, dann ist die Situation wahrscheinlich sowieso hinfällig. Und ich weigere mich, sie mit Gewalt aufzubrechen. Rette das Arcanum. Jalan, rette das Arcanum. Schnauze! Alle miteinander! Was redet ihr? Beruhig dich mal! Einer von euch sabbelt doch die ganze Zeit. Ätherisches Geflüster. Hörst du Stimmen? Schon wieder? Ich höre schon lange keine Stimmen mehr. Was können heißt wir jetzt schon wohl? Wieder? Gehen wir zu Yasafar und erziehen wir uns einer Armada-verfluchten Reise. Sorgen wir dafür, dass Gareth vorbereitet ist. Ist das gefährlich? Ja. Es ist Magie, natürlich ist es gefährlich. Ömer, würdest du mir einen Heiltrank leihen? Klar. Hier, Moment. Komm mit, ich muss ihn aus meinem Rucksack rausbringen. Cool, Akai ist im Limbus. Ja, wenn du mit ihm aus dem Raum rausgehst, kramt im Rucksack und du siehst ganz viele irgendwelche goldenen kleinen Gegenstände, wo überall das Prios-Symbol drauf ist. Moment, da ist er. Ah, oh, danke. Das sieht aber nur Rafim, oder? Ja, das ist Rafim, deswegen habe ich jetzt mit rausgenommen. Okay. Ja, Rafim sagt da nichts zu, das ist nie mein Problem. Hast du Goldgier oder sowas? Ja, warte mal, lass mich nicht lügen. Selbstbeherrschung erschwert um Neugier und um Goldgier. Ja, ich habe nur Goldgier, ich bin ja nicht doof. Du, das ist irgendwas Zeug, das kann ich gern behalten, dann wird euch hässlich. Ein ganz normalen C-Heiltrank? Ja, 2,6 plus 4. Ja, super. Dankeschön. Ja, kein Ding. Das mit dem Symbol musst du vorher wegmachen. Ich weiß. Ja. Ich weiß doch, wie man Beute verhökert. Wolltest du gesagt haben. Los, lass uns gehen. Gehen wir in das komische Limbus-Ding und ich weiß nicht genau, was dann passiert. Aber irgendwas wird schon passieren. Ja. Immer macht sich wieder die Beuteltasche vorne zwei Haltrige rein, dass sie griffbereit ist, dass er nicht mehr so einen Rucksack rauskramen muss und dann kommt er auch sofort.
Ja, so steht ihr wieder angetreten, allesamt im Innenhof. Isarun wollte zu... Eigentlich zur Baronin, da die aber unauffindbar war, hat sie sich eigentlich einfach auf eigene Faust auf die Suche nach den am schlimmsten Verletzten gemacht und ja. Hab dann versucht, so eine Prioritätenliste zu schaffen. Von denjenigen, die schwer verletzt und die mit müssen, also du gehst ja nach verletzt und nicht nach wichtig. Wenn es hier noch weitere wichtige Verletzte gibt, dann haben die natürlich Priorität, aber ich war davon ausgegangen, dass die meisten davon schon abtransportiert wurden. Wer ist denn dann sonst noch da? Naja gut, also irgendwelche Adligen natürlich aus dem Horasreich könnte man ja jetzt überlegen, aus Al-Anfang. Ja, die Horasier so können hier bleiben. Mit einem Blick kannst du auch Grunhild Svafnir Dottir finden. Das ist die Svafnir-Geweihte, die ihr gefunden hattet. Ich muss gerade gucken. Ein Professor Dottore Rodrigo ja Ravendosa, ein Prospektor aus dem Horasreich. Also es sind halt Schwerverletzte, die du so ein bisschen zuordnen könntest. Entweder gehst du, wie gesagt, nach Verwundungsgrad oder nach dem, ob sie adlig sind oder nicht. Ich würde dann auch nach Nutzen gehen. Also die Geweihte würde ich schon gern mitnehmen. Mhm. Wenn jetzt sonst noch Geweihte mit nach Gareth müssen, wäre das natürlich auch gut. Die meisten wollen wohl hierbleiben. Also jetzt gerade dieser eine Boron-Geweihte, der alle Hände voll zu tun hat, den Abelmir angesprochen hatte, der wird auch hierbleiben, wenn du ihn fragst. Ja, der Prospektor ist natürlich als Professor Dottore, ist das natürlich ein unglaublich intelligenter Mann. Da könnte man überlegen, ob der als Gelehrter in Gareth von Nutzen wäre. Ist deine Entscheidung. Also er selbst ist wohl eher jemand für die Nautik, für die Kartografie, hat auch an der Firun-Schule gelebt und gelehrt. Ja, also er besitzt einen Wissensschatz aus allen verschiedensten Gebieten, hat wohl auch in der Lanfa gelernt. Ja, er ist ein Naturkundler. Könnte man sich jetzt überlegen, ob der in Gareth wichtig wird. Naja, wenn er sich irgendwie mit Gesteinzeug auskennt... Die fliegende Festung besteht ja teilweise auch daraus. Würde er können. Dann nehmen wir den doch mit. Dann nehmt ihr den mit. Ja, das wären ja auch schon die drei. Obwohl, einen Platz haben wir noch frei, ne? Wenn er 10 zusätzliche mitnehmen kann. Gib mir mal eine... Ich will nicht mal Sinnenschärfeprobe. Gib mir mal eine Etikette. Auch wenn es Sinnenschärfe ist, aber einfach mal, ob du den noch zuordnen kannst, ob du den noch erkennst. Verdreckt, verstaubt, verletzt, wie er ist, entdeckst du Rondrigan Paligan. Ja, der muss auf jeden Fall mit. Ja, bis eben noch nicht entdeckt. Jetzt schon. Der Nachfolger von Dexter Nembrot, der nächste Chef der KGA, Rondrigan Paligan. Gut, und angetreten mit denjenigen, Rondrigan so ein bisschen gestützt auf die Svafnir-Geweihte, treten die anderen aus dem Tempel.